So, sind wir hier schon? Ja, wir sind schon auf Staunton Island, okay. Ich würde sagen, wir wechseln dann auch mal das Auto. So schafft bin ich nicht mit dem Sicherheitswagen durch die Gegend zu fahren. Ihr seht übrigens, ich habe nochmal die Bodyguard-Mission nachgespielt, einfach um wieder das Waffenarsenal behalten zu können. Denn, wie gesagt, das wäre ein ziemlich großer Verlust, wenn wir die ganzen Waffen verlieren würden, die wir da hatten. An sich könnten wir das natürlich auch alles nachkaufen und wir brauchen das Geld sowieso für nichts anderes in diesem Spiel, aber wenn ich es auch einfach dadurch wieder haben kann, das ganze Arsenal, indem ich die Mission nochmal spiele, die ich schon mal geschafft habe, dann mache ich das doch gern. Kein Problem. So, und damit ich nicht bei der nächsten Mission schon wieder in die Verlegenheit komme, es nochmal spielen zu müssen, werde ich diesmal einfach direkt speichern, bevor wir wieder zu Donald machen. So. Nein mit uns in den Aufzug. Ich finde es irgendwie immer noch stylisch, dass wir einen Aufzug haben, der uns zum Speichern führt. Und dann kann es wieder losgehen. Azuka wird weiter noch ein bisschen auf uns warten müssen. Ganz abhängig davon, wie viele Missionen wir noch unten im Süden kriegen. Aber ich würde ganz gerne erstmal das unten abarbeiten. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Missionen uns in unserer Story weiter voranbringen werden, als das, was wir bei Azuka machen. Kann aber auch täuschen, ich weiß es nicht. Na gut, ein neuer Tag hier in Liberty City. Neue Chancen für uns, unser Leben zu beenden. Oder alternativ einfach viel Geld zu machen. Das sind eigentlich die zwei Optionen, die es gibt, oder? Reich werden oder sterben. Naja, ich bin für reich werden. Und zwar mit der nächsten Mission. Loves verschwinden. Das ist dann wohl die letzte. Ja. Das hätten wir damit schon abgearbeitet. War also keine wirkliche Mission, sondern nur die Feststellung, oh, Mr. Love ist weg. Nun ja, damit ist Azuka doch schneller dran, als ich gedacht hätte. Der hier unten, der Arbeitgeber, ist damit abgearbeitet. Wir machen uns auf den Weg zur letzten, beziehungsweise zu einer, die wir schon mal hatten. Ein fröhliches Wiedersehen. Mal sehen, ob Maria auch wieder da ist. Und mal sehen, was Azuka jetzt genau anstellen will. Ich vermute, wir werden eine kleine Rolle in der Privatfehde mit dem Kartell spielen. Sorry. Und sie hat direkt hier gleich die Baustelle für sich übernommen. Das ist auch wunderbar. Gut, schauen wir doch mal. Ja, ich glaube, die Baustelle ist jetzt Yakuza-Gebiet. Fahren wir nach oben und schauen mal, ob sie irgendwas rausgefunden hat. Also, wer Kenji umgebracht hat, dürfte sie nicht herausgefunden haben, denn damit hatte das Kartell ja nichts zu tun. Aber vielleicht haben wir irgendwas anderes. Der Köder. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Ah! Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wieso muss ich eigentlich schon wieder den Köder spielen? Das ist uncool. Das gefällt mir nicht. Darf ich nicht mal selbst irgendwelche Gefechte machen? Eigentlich will ich das auch nicht, weil ich nicht beschossen werden möchte, aber ich will noch viel weniger beschossen werden und nicht zurückschießen dürfen. Oh Mann. Entschuldigung. Das hat aber gematscht. Vielleicht wechsle ich nochmal den Wagen vorher, ich weiß es nicht. Scheint aber alles drüben in Shoreside Vale zu sein, oder? Fahre ich über die Brücke? Ich glaube schon. Lass uns über die Brücke fahren. Müssen wir bloß mal irgendwie nach oben kommen, um die Brückenauffahrt mitnehmen zu können.
Mal schauen, müsste ja hiervon eigentlich möglich sein, die Straße zu wechseln, oder? Ja. Kein Problem. So, jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Auf geht's nach Shoreside Vale. Wiederholt. Zum wiederholten Male. Dankeschön, das war sehr, sehr freundlich von dir. Ah, Verkehr in Liberty City. Okay, ich sollte nicht meckern. Ich meine, ich bin der, der hier weit über die Geschwindigkeitsbegrenzung hinaus an den Leuten vorbeifährt, ohne jegliche Spurtreue. Aber der Verkehr ist trotzdem grässlich. So, jetzt aber husch. Ah, hat noch locker gereicht. So, sind wir hier angekommen und dann müssen wir mal schauen, wo genau wir jetzt eigentlich hin müssen. Kann ich hier unten auf eine andere Straße oder? Nein, sieht nicht danach aus. Ich bleib mal lieber hier oben. Ach doch, okay, es war doch kein... Doch, da ist ein Fluss. Soll ich's riskieren? Ich mach's mal, oder? Ich riskier's mal. Komm, wir leben gefährlich. Was wäre das Leben ohne ein bisschen Gefahr? Hui! Komm schon, du schaffst es! Aufs Dach! Ja, und mehr auch nicht. Oh, scheiße. Ich sollte vielleicht aussteigen. Halt! 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 Lauf! Oh, sogar noch ohne Leben zu verlieren. Wahnsinn. Wer hätte das erwartet? So, der Wagen ist jetzt definitiv nicht geeignet für eine Verfolgung. Will ich das wirklich? Will ich das wirklich tun in dem Wagen? Ich weiß ja nicht. Naja, was soll's. Lassen wir es doch drauf ankommen. Oh, vielleicht wechseln wir noch auf den Sentinel hiervon. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Der ist mir dann doch ein bisschen lieber. Ich muss sagen, ich bin ein relativ großer Sentinel-Fan. Okay, schauen wir mal. Erstes Team hier. Ich weiß nicht, wo genau wir dann hin müssen. Das ist das Problem auch. Hallo. Kann ich die nicht gleich selbst aus dem Verkehr ziehen? Wäre das nicht möglich? Ich meine, ich habe Muni. Ich kann auch selbst schießen. Oder wäre mir Azuka da böse, wenn ich ihr den Spaß nehme, beziehungsweise ihren Leuten? Weg da. Hätte ich da oben über die Brücke gemusst? Ich weiß es nicht. Diese Karte ist so schwer zu interpretieren. Okay, hier scheine ich auch rüber zu kommen, oder? Nein, komme ich nicht. Ist er eigentlich noch da? Schon irgendwie, aber auch nicht so wirklich. Ja, dann fahren wir mal hier rein. Ich weiß es nicht. Ah, diese Kamera ist auch nutzlos, diese Rückkamera. Okay, hier drüben wäre der andere. Vielleicht hole ich den auch erstmal. Wir können auch mehrere an uns dran locken. So, ich warte mal kurz. Genau darauf. So, dann holen wir den anderen gleich noch mit. Dann hätten wir die Kanalseite von Shoreside Vale schon mal abgearbeitet. Das muss noch irgendwie da hochkommen. Gibt es denn hier einen vernünftigen Weg, einen gangbaren Weg? Ja, wir müssen das im Prinzip genau den Weg zurückfahren, den wir schon zurückgelegt haben. Ich hätte es so viel einfacher haben können. Naja. Ich hoffe mal, er verliert die Fährte nicht und bleibt uns dran. Wir werden es sehen. Gut, dann holen wir den auch noch mit dazu in unser Spielchen. Halt, das funktioniert glaube ich nicht. Oh, sieh mal an. Nehmen wir mit. Warum auch immer das ja einfach hinterm Haus liegt, keine Ahnung. Mir fällt gerade auf, ich fahre ja gar keinen Sentinel, ich fahre ja einen Kuruma. Ja, stimmt, das hier neben mir ist ein Sentinel. Wie kann man sich nur so vertun? Also wirklich. So, jetzt haben wir es doch. Oh Gott, was ich für Umwege gefahren bin. Unfassbar.
So, folgt mir, unauffällig. Los! Ab geht's, das kleine Spielchen. Ja. Da können wir nämlich auch gleich hier oben langfahren, um auf die andere Seite zu kommen. Das ist ganz praktisch. Ach, ernsthaft? Musste das sein? Ich glaube, die schießen auf mich. So, da haben wir auch mal den Punkt gefunden, an dem wir die Leute in die Falle locken sollen. Oder auch nicht. Mann, hier ist es so neblig. Lass doch mal den Nebel weg. Schauen wir uns das Ganze doch erstmal an hier. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie drauf fahren. Ja, sieht ganz danach aus. So, Freunde. Das ist schnell eskaliert. Dieses Geräusch. Warte mal, wenn da Muni rumliegt, nehme ich die gern mit. Schöne Bremsspur, die ich hier hinterlassen habe. Okay, ich weiß nicht, was mit dem anderen Wagen ist, mit dem anderen Killer-Kommando. Aber die haben irgendwie verpasst, uns vernünftig zu folgen. Ich weiß nicht, ob die irgendwo in der Nähe sind oder so gar nicht. Ich gehe einfach mal zu den restlichen, zu den Verbliebenen. Ach Mann, Junge. Was ist denn mit dem Verkehr falsch hier? Okay, sie sind da. Dann fahre ich vielleicht auch nochmal kurz bei den Yakuza vorbei. Sie haben es dann doch geschafft. Es ist ein Traum. Ich hätte es ja nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, dann fahren wir mal hier rein. Wenden auch gleich. Und sobald sie hier drin sind, machen wir uns wieder raus. Also jetzt. Viel Spaß. Ja, das klang gut. Bleibt noch ein Team übrig. Also so gesehen ist die Mission dann doch relativ gechillt, muss ich sagen. So, wir wenden schon mal im Voraus. Ich muss bloß irgendwie hinkriegen, nach hinten zu schauen und gleichzeitig zurückzufahren. So, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich gesehen, das heißt, wir können ganz gediegen jetzt wieder zurückfahren. Und die Show genießen. So. Das lief doch ganz gut, muss ich sagen. Ganz ohne größere Probleme. Und dann darf auch das letzte kolumbianische Team noch zur Party eingeladen werden. So, ich gucke mir das Ganze an aus der Ferne. Und tschüss, Freunde. Job erfüllt, $35.000 für uns. Oh, nice. Da bin ich dabei. Okay, die Yakuza haben sich auch sehr schnell wieder verpisst. Sehr Ninja-like. Und gut, wir hätten jetzt das Telefon unten natürlich, was wir machen könnten hier auf Shoreside Vale. Aber ich würde eigentlich ganz gerne erstmal Staunton Island abschließen. Deswegen machen wir jetzt rüber und ja, werden weiter mit Mischung aus Asuka und Yakuza. Und werden weiter mit Asuka arbeiten. Also, wir sehen schon, es läuft im Prinzip darauf hinaus, dass wir mehr und mehr wirklich gegen das Kartell arbeiten. Und einfach weil Catalina dort arbeitet oder mit denen zusammenarbeitet und dann zusehen, dass wir irgendwann unsere Rache an Catalina auch endlich kriegen. Theoretischerweise hätte Claude es vorhin, als wir bei der Mission, die uns auf die Baustelle geführt hat, als wir da Catalina begegnet sind, hätte er es schon beenden können. Er hätte ja einfach nur einen Kopfschuss verpassen müssen. Dann wäre die Sache erledigt gewesen, aber nein! Er musste zögern. Er konnte wieder nicht sofort schießen. Und dementsprechend konnte die Alte mal wieder fliehen. Und wir bringen uns mal wieder fast um. Ja, natürlich. Aber nur fast. So, glücklicherweise wissen wir ja, hier drüben gibt es direkt Heilung. Und die nehme ich auch sehr gerne in Anspruch.
17 Lebenspunkte reichen doch. Ach, da sollte ich mir noch keinen Kopf machen. So, wo haben wir es? Hier. Hier haben wir es. Und wenn wir schon mal in der Ecke sind, gehen wir auch gleich wieder speichern, bevor wir uns zu Asuka bewegen. Das ist ja glücklicherweise sowieso alles direkt beieinander. Ja, das ist nett von dir. Gib mal her. Finde ich super, dass du deinen Wagen bereitstellst. Oh, naja. Jetzt sieht er nicht mehr so ganz aus wie vorher. Gut, nochmal kurz gespeichert. Ich muss sagen, das Dinger ist von den Sportwagen her der liebste für mich. So für meinen Geschmack. Weil er Vorderradantrieb hat und dadurch eine extrem sichere Steuerung hat. Also der bricht wirklich nicht schnell aus. Der übersteuert gar nicht. Der ist eher am Untersteuern. Also es ist schwierig mit ihm eine vernünftige Handbremswendung hinzukriegen. Aber übersteuern überhaupt nicht.